Mahlzeit alle zusammen und willkommen bei unserem ersten Tutorial für Paktika. In diesem Tutorial wollen wir ein kurzes Test-Adventure stellen. Eigentlich erstellen wir nur einen Raum, einen Charakter, um darin rumlaufen zu können und wir wollen das Ganze dann mal starten können. Und als allererstes werden wir mal ein paar Medien hinzufügen. Ich werde jetzt die Grafiken hinzufügen, die ihr hier auch auf meiner Homepage runterladen könnt. Das Tutorial Pack. Ihr könnt eure eigenen Grafiken verwenden, wenn ihr wollt. Wenn ihr aber mal eben schnell was ausprobieren wollt, habt ihr wie gesagt meine. Einmal dieses, dann brauchen wir noch die Grafiken für den Charakter. So, haben wir die schon mal. Als allererstes wollen wir unserem Test-Adventure mal einen Namen geben. Dazu öffnen wir das Projekt-Setup und geben hier ein Basic Adventure 1. Die Auflösung sollten wir auch vorher wählen, weil sobald man Räume erstellt hat, lässt sich das nicht mehr ändern. In dem Fall jetzt müssen wir auf 1050 x 600 gehen, weil dafür sind die Beispielgrafiken, die im Tutorial Pack sind, auch gedacht. Wenn ihr andere Grafiken, wie gesagt, benutzen wollt, müsst ihr dementsprechend diese anpassen. So, das haben wir. Diese ganzen Kleinigkeiten, Einstellungen, die lassen wir erstmal bleiben. Das können wir aber schon mal aktivieren. Das ist was für die Inventory, brauchen wir erst später. Eine Bedienfläche wollen wir erstmal nicht, die schalten wir aus. Dann können wir auch schon mal ein Ladebild eintragen, denn das ist in den Grafiken auch bei. Als Settings-Datei nehmen wir das gleich auch. Ach ja, und wir können noch einen Übergang wählen. Wir nehmen mal den Circle, das ist der klassische Kreis, der sich um den Raum schließt, jedes Mal, wenn ein neuer geladen wird. So, ich kann euch auch mal das Loading Image zeigen, das ist das hier. Das benutzen wir dann, während das Spiel lädt. So, fangen wir also an, unseren ersten Kram zu erstellen und erstellen erstmal einen neuen Raum. Den lassen wir auch vom Namen her direkt mal so stehen. Ihr seht jetzt hier das leere Raumfenster. Und hier brauchen wir jetzt nur entsprechende Hintergrundgrafiken direkt reinzuziehen. Dazu haben wir hier Raum 1 JPEG. Ziehen das rein und sagen als Hintergrund. Parallax-Hintergrund ist nochmal eine andere Sache, brauchen wir im Moment nicht. So. Und das erste, was wir mit dem Raum machen müssen, ist eine Walkmap zu setzen. Ihr seht jetzt hier das Gitternetz und überall dort, wo der Charakter später laufen können soll, müssen wir jetzt das Ganze freilegen. Das machen wir jetzt ein bisschen gröber, muss nicht so genau sein. So, das reicht auch noch schon. Als nächstes setzen wir mal zwei Objekte in den Raum. Zum einen haben wir da ein Gemälde, das wir an die Wand hängen wollen. Ziehen auch hier die Grafik einfach in das Objektfenster direkt rein. Die Größe passt sich automatisch an, sofern noch keine Grafiken drin sind. Und wir können dann dieses Objekt direkt in den Raum ziehen. Setzen das noch schön hier hin, fertig. Und immer zu empfehlen, wenn man ein neues Objekt gesetzt hat und es an der richtigen Stelle ist, sollte man hier ein Häkchen machen, so dass sich das Objekt nicht mehr verschieben lässt. Was man bei neuen Objekten, die man in den Raum zieht, immer beachten sollte, ist die Darstellungsreihenfolge. Objekte können entweder in Bezug zum Charakter ganz hinten sein, ganz vorne oder eine mittlere Einstellung haben. In dem Fall jetzt das Bild soll natürlich immer hinter dem Charakter dargestellt werden. Nehmen wir noch ein Objekt, in dem Fall wird das ein Tisch. Auch hier das Gleiche, wir ziehen es wieder rein. Und ziehen den Tisch dann in den Raum. So, hier können den auch wieder sperren. Und wie ihr jetzt seht, steht der Tisch ja mitten im Raum. Deswegen müssen wir ihn jetzt auch auf mittlere Einstellungen setzen. Und wie ihr hier jetzt seht, ist so ein kleines grünes Kästchen, dieses Quadrat. Und das ist der Mittelpunkt dieses Objekts. Das heißt, ist der Charakter höher als dieser Punkt, wird das Objekt vor dem Charakter gezeichnet. Ist der Charakter darunter, wird es hinter dem Charakter gezeichnet. An der richtigen Stelle wäre quasi jetzt da, wo der Fuß des Tisches ist.
Da wir jetzt hier etwas in den Raum gesetzt haben, wo der Charakter nicht mehr durchlaufen soll, müssen wir auch entsprechend die Walkmap nochmal anpassen. Und wir blockieren dann die Stellen, wo er nicht laufen soll. Jetzt haben wir in unserem Raum schon zwei Objekte. Was wir jetzt natürlich noch brauchen, ist ein Charakter. Den erstellen wir auch. Und da ich ein kleiner Egomane bin, nehmen wir wieder meinen Konterfei. Deswegen heißt der Ganze auch Ben. Und ich zeige euch mal, wie die Aktionen funktionieren. Wir haben einmal eine Reihe von Standardanimationen. Darunter natürlich stehen, gehen. Und dann gibt es noch reden. Und wenn man will, optional, kann man auch reden und gehen gleichzeitig machen. Muss man aber nicht zwingend. Zwingend notwendig für einen Charakter, der rumlaufen kann, sind wie gesagt stehen, gehen und einmal reden. Und der Rest, alles ist komplett optional und wenn ihr es weglasst, wird da einfach nichts angezeigt. Ihr könnt zum Beispiel auch Nehmen-Animationen einbauen und so weiter. Fangen wir mal an mit Gehen vorne. Die Grafiken sind entsprechend benannt. Hier haben wir es, Stand Front. So, ihr seht jetzt, das Ganze ist ein bisschen klein geraten, also vergrößern wir das Ganze. Hier unten, das Gelbe, was ihr seht, das ist der Fußpunkt eines Charakters. Dort, wo dieser Punkt ist, wird der Charakter im Spiel quasi seine Füße auf dem Boden haben. Das ist auch insbesondere auch ganz wichtig, wenn der Charakter in den Hintergrund tritt und kleiner zoomt. Für gewöhnlich macht man den natürlich bei den meisten Charakteren komplett unten. Es gibt da nur selten Ausnahmen, sollte man zum Beispiel einen schwebenden Charakter haben oder ähnliches, dann wäre der Punkt entsprechend in der Mitte. Aber wie gesagt, in den meisten Fällen kommt das Ganze bei den Füßen unten hin und gut ist. So, dann wollen wir mal eben was vereinheitlichen und passen alle Größen und Fußpunkte der übrigen Aktionen gleich mal zu dieser hier an und haben jetzt dafür gesorgt, dass die anderen gleich mal die gleichen Einstellungen haben, sodass wir nicht bei jedem Einzelnen verändern müssen. So, der Charakter ist zwar noch nicht fertig, dennoch aber reicht uns jetzt diese eine Aktion, um den Charakter schon mal in den Raum setzen zu können. Und wie ihr seht, habe ich hier was falsch eingestellt. Das gehört natürlich nach Back. Jetzt habt ihr auch direkt den Unterschied gesehen. Und ich kann euch gleich auch beim Tisch den Effekt zeigen. Hier ist er dahinter, hier ist er davor. Genauso soll das funktionieren. So, wenn wir den Charakter hier schon mal drin haben, können wir gleich was anderes einstellen, nämlich die entsprechende Größe. Dazu gehen wir hier auf die Tiefeneinstellung und ihr habt hier zwei Balken und mit denen können wir bestimmen, von wo bis wo der Charakter in die Tiefe geht. Das hier ist jetzt der Bereich, in dem er nach hinten zoomt. Wie ihr seht, passt das mit der Größe noch nicht ganz. Entsprechend, wie der Raum aufgebaut ist, welcher Winkel er hat, müsst ihr halt auch die Einstellung hier vornehmen, des sogenannten Zoom-Faktors. Ich stelle den jetzt hier mal was höher, auf 5. Und ihr seht jetzt, dass er schon viel schneller kleiner wird. Allerdings ist der Charakter generell noch etwas zu klein für den Raum. Deswegen müssen wir den vergrößern. Stellen wir mal hier auf 120%. Und ihr seht, das passt. So kann man das lassen. Etwas, was auf jeden Fall empfehlenswert ist bei diesen Größensachen, da ihr ja, wenn ihr unterschiedliche Räume verwendet, oft oder beziehungsweise durchaus in die Situation kommen könnt, dass ihr unterschiedliche Grafiken habt, die unterschiedliche Winkel benötigen, solltet ihr für jeden Raum auch die Größe gleich in einem entsprechenden Skript verewigen. Und das machen wir, indem wir das Raumskript öffnen. Dazu öffnen wir erstmal das Skriptfenster. Windows, Script. So, und ihr seht hier gleich, da wir vorher auf den Raum geklickt haben, hier, dass hier entsprechend Skript, Room 1, als Raumskript angezeigt wird. Und hier füllen wir nun ein On-Enter-Event ein. Also Events, sprich Ereignisse, sind Dinge, die auf bestimmte Sachen reagieren. In dem Fall jetzt wird dieser Skriptteil ausgeführt, jedes Mal, sobald der Raum geladen wird. Und wir wollen jetzt, dass wenn dieser Raum geladen wird, die Größe 120% bekommt. Dazu gibt es den Befehl char-zoom. Damit wird im Grunde genommen einfach nur dieser Wert hier nachträglich verändert. Und sollten wir jetzt bei anderen Räumen andere Werte brauchen, können wir die entsprechend dort auch eintragen.
So, aber machen wir jetzt, genau, speichern können wir auch schon mal. Und zwar, wo sind wir? Hier rein. Basic Adventure 1, prima. So, machen wir weiter mit unserem Charakter. Ich zeige euch jetzt einmal noch eine Animation. Nein, nicht reden, sondern Walkfront. Wenn ihr Animationen erstellt, ist es empfehlenswert, wenn ihr erstmal alle Grafiken reinklatscht und sie anschließend positioniert. So lange, bis die Animation passt. So, erstmal grob. Ändern wir auch gleich mal die Animationsgeschwindigkeit. Sowas im Bereich von 8 ist immer ganz praktisch. Und schauen uns das mal an. Ja, kann man lassen. Was wir auch gleich hinzufügen können, ist ein passendes Gehgeräusch. Das ist auch im Tutorial Pack vorhanden. Fügen wir einen Sound hinzu. Hier haben wir einen Walk Sound. Und tragen dann hier den Namen dieses Sounds ein und wir können den sogar test hören. So, bei den anderen Aktionen verfahren wir genauso. Da das jetzt wahrscheinlich ein bisschen langweilig wäre zuzugucken, machen wir hier mal einen schnellen Vorlauf. So, damit haben wir unseren Charakter vorläufig erstmal fertiggestellt. Was wir noch machen können, ist die Textfarbe anzupassen. Die sollte passenderweise immer entsprechend der Kolorierung des Charakters sein. Nehmen wir hier mal ein Orange. So, und was brauchen wir jetzt noch, damit wir das hier starten können? Zum einen brauchen wir noch eine Schriftart, ohne geht's nicht. Dann nehmen wir jetzt einfach mal Arial, ohne groß drüber nachzudenken. Rampen das Ganze. Genau. Machen wir mal ohne. Und fett. Prima. Und wir brauchen ein Startskript. Dazu erstellen wir hier ein neues Skript und nennen das Ganze auch Start. Und tragen das dann als Startskript, hier haben wir es, Startcutscene, in die Projektsettings ein. Und im Startskript müssen wir zwei Dinge erledigen. Zum einen müssen wir dafür sorgen, dass Ben steuerbar ist. Dazu setzen wir den Fokus auf ihn. Und zum anderen müssen wir unseren Raum laden. Ihr seht jetzt hier unten, seht ihr gleich, sobald ihr eine Klammer aufmacht, immer die entsprechenden Sachen, die es zum Eintragen gibt. So, und das sollte es eigentlich gewesen sein. Jetzt sollten wir dieses Projekt schon erstellen können. Genau. Mal eben wieder den richtigen Ordner wählen. Dahin. Da kommt unsere Ladegrafik. Und wir können rumlaufen, aber wie ihr seht, haben wir eine Kleinigkeit vergessen, nämlich den Mauszeiger. Das holen wir dann gleich nach. Öffnen das Mausfenster, denn Mauszeiger haben wir natürlich auch. Einmal den normalen Cursor. Wir passen dann den Klickpunkt an. Und einen Ladezeiger. Verschnellern das Ganze noch etwas.
Ja, so sieht das doch schon gut aus. Und wenn wir schon mal dabei sind, sorgen wir noch für eine andere Kleinigkeit, und zwar, dass man die Objekte anklicken kann. Dazu klicken wir aufs jeweilige Objekt drauf und während das Skriptfenster auf ist und sehen jetzt ein Skript und tragen erstmal unter onMouse einen showInfo-Befehl ein. Dieser sorgt dafür, dass das Objekt, so wie ihr jetzt hier zum Beispiel neben der Mauszeige seht, Painting, auch im Spiel seht ihr dann diesen Text, und zwar Painting. Und er sorgt dafür, dass dieses Objekt später auch mit Befehlen benutzbar wird. Dazu kommen wir aber erst ein andermal. Und wir wollen, dass, wenn wir das Objekt anklicken, der Charakter zu einem bestimmten Punkt hinläuft. In dem Fall nehmen wir jetzt mal diesen hier. 1716. Und die Blickrichtung, die ist die Nummer 2. Nummer 2 heißt nach vorne. Sprich, ihr seht, wir sehen dann den Rücken des Charakters. Das gleiche machen wir für den Tisch auch. Das Self im Walkthrough-Befehl heißt, dass der momentan fokussierte Charakter gemeint ist. Dann heißt, ihr könnt auch mehrere Charaktere für dieses gleiche Skript nehmen, ohne ständig die Namen anpassen zu müssen. Auch hier suchen wir uns kurz einen Punkt, wo wir hin möchten. Wir stellen uns mal hier hin, 2620. Und wir lassen den Charakter nach rechts schauen. Rechts ist in dem Fall die Nummer 3. Und dann erstellen wir das Ganze nochmal. Und wir haben einen schönen Mauszeiger und wir können die Gegenstände anklicken. Wunderbar. Und das war's dann eigentlich auch schon mit unserem ersten Teil. Im zweiten Basic Tutorial zeige ich euch dann, wie ihr eine Tür macht. Wir werden diese Tür dann aufschließen, indem wir einen Schlüssel aufsammeln. Werden natürlich dann noch eine Inventory einbauen müssen und einen zweiten Raum einfügen, wo wir dann durch diese Tür hindurchgehen. Bis dann!